Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de. Moin, ich bin David. Ich bin Lukas. Wir sind vom Düneberger SV und wir tippen jetzt den 28. Spieltag der Landesliga Hansa. Freitag geht's los mit Ham United gegen Foran Ohe. Da würde ich tippen, wird das ein knappes 2:1. Ham möchte ja noch um die Meisterschaft mitspielen, demnach müssen sie. Ohe, unangenehmer Gegner. Das sehe ich ähnlich. Samstag geht es dann weiter mit Buxtehude gegen Altengamme. Was würdest du sagen? Ich glaube, Altengamme macht das Spiel. Ich würde sagen 2:0 für Altengamme. Ich glaube sogar fast eher, die spielen unentschieden. Geht für beide, denke ich, um nicht mehr ganz so viel. Ich würde fast eher unentschieden tippen. Dann noch ein weiteres Spiel am Samstag, Lohbrügge gegen SVNA. Ja, ist ein Derby. Wird, denke ich, mal ein harter Fight. Ich werde dennoch für Lohbrügge tippen. Die machen das mit einem 2:1. Ja, würde ich auch so sehen. Lohbrügge zu Hause auf dem Rasen. SVNA, glaube ich, eine reine Kunstrasenmannschaft. Da sehe ich die Vorteile auf jeden Fall bei Lohbrügge. Da stimme ich zu. Dann geht es Sonntag weiter mit Dersimspor gegen Inter 2000. Ja, Dersimspor momentan in einem kleinen Formtief. Da Inter aber so gut wie abgestiegen ist, schätze ich mal, dass sie das mit einem 2:0 richten werden. Denke ich auch. Souveränes 2:0, lassen nichts anbrennen da. Denke, das geht in Ordnung. Dann spielt Elazığspor gegen Kosova. Kosova eine sehr spielstarke Mannschaft. Ich glaube, die werden das Spiel locker machen. 4:1. Ich glaube, Elazığ spielt ja auf dem Grandplatz. Ja, wobei doch 4:1, da gehe ich konform. Das geht in Ordnung. Ja, dann ein ganz spannendes Spiel. TuS Berne gegen den Düneberger SV. Ja, Berne auf jeden Fall sehr heimstark. Oh, schwierig zu sagen. Wir müssen die Punkte holen, demnach tippen wir auf unseren Sieg. Ich würde sagen, knappes Ergebnis, 1:0, 2:1. Ja, da stimme ich David voll und ganz zu, wir müssen gewinnen. Und ich bin da zuversichtlich, dass wir das Spiel machen werden. Dann Bergstedt gegen Bramfeld. Bramfeld spielt noch um die Meisterschaft, die müssen gewinnen. Bergstedt versucht natürlich auch noch ein paar Punkte zu holen, aber ich denke mal, Bramfeld wird das locker machen. 3:0, 4:0, so um den Dreh. Ja, sehe ich auch ähnlich. Bergstedt spielt sozusagen, wie man so schön sagt, um die goldene Ananas. Die sind ja gefestigt. Bramfeld, je nachdem, was Hamm Freitag macht, muss auf jeden Fall gewinnen. Also ich denke auch, souveräner 3:0-Sieg ist da drin. Und das letzte Spiel am Sonntag dann Vorwärts Wacker gegen Rahlstedt. Da werde ich mal ein 3:1 auf Vorwärts Wacker tippen. Sehe ich auch ähnlich. Rahlstedt ja noch, soweit ich mich jetzt entsinne, Konkurrent von uns, ein direkter Konkurrent um den Abstieg. Demnach auf jeden Fall Wacker wird das machen. Auch denke ich, weil das eine spielstarke Truppe ist. Ja, ich würde auf jeden Fall einen 2:0-Sieg von Wacker tippen. Ich tippe auf ein 2:0. Gut. Das war's. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps.